nicht umbringen, ne? Das soll dann am Ende mein Kill sein, das wäre ganz nett. Ja, so muss man es denn immer noch geben. Drauf. Ja, ihr habt es immer noch drauf, Bros. Ihr habt das gut gemacht. Ihr seid perfekt, seid ihr. So. Ja, ja, das kennen wir schon. Herzlich willkommen zu Gottig 2, bla bla bla. Fahren an, Mann. Androdor. Das wäre ein schöner Name für so einen Twitch-Kanal. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Ah, das Auge Innos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Spar dir die Mühe. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in 1000 Stücke zerfetze. Ich bin ein Gesandter Innos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wer bist du? Mein Name ist Pandrodor und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Ah, das ist gut. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Okay, also Wasser haben wir, Eis, Feuer brauchen wir noch. Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Was in Innos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Da gibt's Geld, da ist das Geld funkeln. Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Das Auge hat dir den Zugang gewährt. Doch ob du meiner würdig bist, wird allein der Zweikampf entscheiden. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, wir müssen ja das Auge wieder aufladen, ne? Bei Vatras, glaube ich. Oder wo müssen wir hin? Oder müssen wir zu Pyroka? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Hätten wir es lernen müssen, Drachenherz? Die Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Androdor. Okay. Mit dem Pfeil habe ich Schaden gemacht, jetzt habe ich die beiden Helfer. Gib den Viechern auf! 3000 Erfahrungen, ja moin! Und die leben alle noch. Ganze Sumpfdrachen haben wir. Warte mal. Was ist los mit dir? Ah, dieser Stiefel. Und was machst du jetzt? Du kannst Fragen stellen. Ich kaufe mir erstmal neue Stiefel, Mann. Sehr gut, okay, den haben wir, der hat uns geholfen. Die haben wir gelootet, guck mal, was da hinten noch drin ist. Verdammt. Ist er tot? Beruhige dich wieder, es ist vorbei. Sehr gut. Junge, war das ein Brocken. Aber sehr gut, den haben wir. Warte mal. Das Herz haben wir auch. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Ja, das Problem, warte mal. Ich muss jetzt natürlich noch mehr machen. Also wir müssen mal gucken, was haben wir denn alles? Also was haben wir hier alles? Lederbeutel. Oh.
Sonst noch was? Echt, jetzt kommen die Schatullen alle nicht, oder was? Nur die Lederbeutel? Komm, gib mir doch die Schatullen noch. Oh, da, Lederbeutel. Gib mir doch die Schatullen. Mein Pfeil nehme ich auch wieder mit. Gib mir doch die Schatullen noch. Warum liegt das alles hier? Guck mal. Nimm doch, doch mal eine. Das ist eigentlich so schön. Gut, okay, dann werden wir jetzt die Eisgolems angreifen müssen, meine Damen und Herren. Im Eisgebiet. Gibt es hier sonst noch was, was hier rumliegt? Guck mal ganz kurz. Vor mir ist noch eine grüne Pflanze. Die nehmen wir noch mit. Muss hier irgendwo links so sein. Das ist eine gute Idee. So, ach, das war's mit dir, du Mistvieh. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass die jetzt irgendwie die Monster bekämpfen. Hätte ich hier auch selber. Was haben wir denn jetzt hier? Was war denn hier? Eine Blutfliege. Oh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Sehr schön. Haben wir hier noch mehr? Können wir einmal hier langkommen? Ich habe ganz viele Erfahrungspunkte gerade gekriegt. Ich wollte ja eigentlich da gerade eine Blume einsammeln, ne? Habe ich wieder verpasst. Bin wieder dran vorbeigerannt. Es ist, wie es immer ist. Oh, es läuft der hier rum. Okay. Das ist ja Seifer. Heilkraut war das hier. Und es ist da hinten. Sag mal, guck mal. Oh, Viehzeug. Oh, richtiges Viehzeug. Okay. Oha. Oha. Ja, moin. Ja, komm. Laber nicht rum. Hier gibt's noch was zu holen für mich. Aber das hier ist die Sumpfheilhaut. Die steckt schon ganz gut meine Pfeile und sowas weg, ne? Aber hier müssen wir wirklich ein bisschen... Da liegt nichts mehr. Okay. Sind aber wertvolle Erfahrungspunkte wieder. Und guck mal, Haut und Zähne eines Sumpfhais. Da hinten haben wir noch Sumpfgasdrohnen. Wie geht das auf den Sack, dass er aber den Pfeil hier fallen lässt, ne? So verliert man sinnlos Pfeile. Das ist auch völlig bescheuert. Oh, da liegt ein Toter. Wer liegt da? Sieht aus, als würde man den kennen irgendwie. Guck mal. Ein toter Drachenjäger, okay. Eintopf, 33 Gold, Stängel Sumpfkraut. Okay. Echsenmenschen, ja moin. Also ich weiß, dass ich die Echsenmenschen vorhin ganz gut bekämpft gekriegt habe, ne? Die anderen beiden haben die ja nur festgehalten. Okay. So, jetzt laufen wir im Kreis um die rum gleich. Ja, siehste. Es geht doch, es geht doch. Ohrkammer. Genau, ich muss mehr noch in den Bogen investieren. Wir haben aktuell Meister 60% bei Bogen, ne? Noch ein bisschen mehr und wenn dann trifft der auch öfter, ne? Wir haben ja gerade wieder 11 Lernpunkte. Ich könnte also noch mal, guck mal, und wir sind kurz davor, das nächste Level zu schaffen, zu steigen. Wenn ich irgendjemanden finde, der mir Bogenschießen beibringt, dann könnte ich richtig reingrinden da nochmal. Aber, meine Damen und Herren, wir könnten ja auch dann die uns für die Wetti stark machen. Ne? Stärke 40, Geschick 100 brauche ich. Stärke 40, Geschick 100. Ich habe Geschick 95, das heißt noch 5 Geschick. Und Stärke habe ich 30. Also da brauchen wir noch ein paar Punkte. Aber ich könnte quasi auch dann mich für den Nahkampf rüsten, ne? Dass man die Betty als Waffe tragen kann. Aber sicherlich geschickt zu leveln macht erstmal mehr Sinn vielleicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich noch einen Bogen habe sogar. Momentan trage ich ja den, der braucht geschickt 90, der braucht weniger und der bräuchte, das ist eine Armbrust. Aber ich glaube, ich kann auch einen Bogen herstellen mit 100 geschickt, der dann einfach bis den ich dann tragen könnte. Da würde das die Sache noch ein bisschen leichter machen. Aber die Frage ist eben immer, levelst du Geschick oder levelst du lieber den Bogen? Ne? Das ist immer so, da ist man immer im... Da muss man immer Kompromisse machen. Ne? Da muss ich entscheiden. Doch erstmal diese oder doch erstmal das. Ich darf halt das bloß nicht zu sehr auf Stärke gehen, weil ich muss mich schon trotzdem auf meinen Bogen konzentrieren.
Lederbeutel. Sehr schön. Trank. Elixier der Heilung. Okay. So ein Ding der Lebensenergie wäre mal ganz nett wieder. Dass man einfach nochmal ein paar Lebensenergie extra. Die gehen wir auf den Sack. Warum kommen jetzt Goblins hier rum? Was war was denn? Was meinst du mit? Was war was? Was ich hier eingesammelt habe gerade? Ein Ring, ein silberner Ring war das. Hier neben der. Oder meinst du, dass ich die Leiche angebrannt habe hier? Ich habe die Leiche erlöst, sozusagen. Da lag ein Toter und den habe ich erlöst. Da kriegst du 25 Erfahrung, wenn du. Genau, ja, genau. Da bekommst du 25 Erfahrungspunkte, wenn du quasi die stinkenden Kadaver, die so überall rumliegen, wegmachst. Was war das? Wer hat eine Waffe gezogen gerade? Das ist auch Teil des Mods bestimmt. Okay, jetzt sind wir wieder. Okay, wir sind wieder zurück hier. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob Rod und Cypher mir jetzt was beibringen können. Ich höre Goblins. Aber wo sind die? Okay, wir hören hier irgendwie Goblins rumrennen. Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin, ich fand. Ja, das haben wir doch schon geklärt hier. Jetzt kann man auch ein bisschen Fleisch, glaube ich, anbraten, ne? Wie viel haben wir denn mitgenommen? Ein Stück. Ein Fleisch habe ich, ein rohes. Ja, moin. Na gut, okay. Ne, 4. Okay. Okay, also ich höre noch einen Goblin hier rumspringen, aber das ist nicht das große Thema. Entscheidender wäre, wie gesagt, Bogen noch ein bisschen zu verbessern, damit ich treffe. Ach, guck mal, hier sind die Goblins. Ah, ja, guck mal. Ach! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Da packe ich den weg, weil ich denke, oh, safe, easy win, ne? Und dann habe ich nicht getroffen. Was ist das für ein Scheiß, ne? Ist das hier unten Cavallons Lager gewesen? Nee, ne? Aber das kommt mir doch so bekannt vor, dieser Weg hier. Wo sind wir denn jetzt wieder? Am alten Lager, ne? Ah. Ich höre einen Ork. Ja, war klar. Aber da können wir gleich mal die Hilfe von meinen Bros hier unten nehmen. Wir dürfen halt bloß nicht umbringen, ne? Das sollte schon dann am Ende mein Kill sein, das wäre ganz nett. Ja, so muss man es denn immer noch drauf. Ja, ihr habt es immer noch drauf, Bros. Ihr habt das gut gemacht. Ihr seid perfekt, seid ihr. Okay, das ist die Stelle, aber hier wollen wir erstmal noch nicht hin. Wir wollten ja beim Eisdrachen als nächstes anhalten. Heißt das, wir gehen nochmal hierhin zurück? Aber hier liegt doch noch was Totes, oder? Ja, siehst du? Habe ich fast übersehen, ne? Den Loot. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, nur hier hochlatschen und dann kommen wir auf die andere Seite. Heilkraut mitnehmen. Goblinbeeren brauche ich unbedingt. So, jetzt können wir uns der Eisgolems annehmen. Da müssen wir irgendwas gucken. Irgendwas beschwören ist auch da eine gute Idee. Was habe ich denn letztes Mal gegen die Steingolems? Da hatte ich einen Skelettkrieger. Der Skelettkrieger hat die nämlich auch tierisch genervt, die Eisgolems. Genau, hier durchs Banditenlager durch. Drüben auf die andere Seite. Da waren noch Lurker. Ich erinnere mich gerade noch dran. Ich dachte ja, ich muss gegen die Lurker kämpfen, um da hinzukommen, aber das war falsch. Der aber mit seinem Pfeil in der Hand, ne? So nervig hier. Map, map. So, jetzt sind wir gleich da. So, jetzt machen wir hier schnell. Wir schwimmen mal hier rüber, wo die Lurker sind. Ich will die wegmachen da. Ein Pfeil. Weil vielleicht muss ich da, aber ich kann, das bringt mir nichts. Ich kann da nicht rüber schwimmen, ne? Aber wenn da noch Lurker leben, dann heißt das, ich habe die noch nicht bekämpft. Aber da hinten waren wir schon. Und da hinter den, da habt ihr die Eiswölfe vorhin gesehen. Gegen die Eiswölfe müssen wir auch noch antreten dann. Aber hier bin ich mit Diego schon mal rumgelaufen. Wir haben mit Diego stundenlang haben wir hier nämlich XP gefarmt. So, Lurker sind nicht mehr die starken Gegner für mich. Ich muss rauskommen aus dem Wasser. Und dann machen wir das.
Ich habe nämlich meinen Bogen mittlerweile echt reingeskillt, aber richtig reingeskillt. Aber man muss halt, guck hier, wenn er daneben schießt, bringt's dir halt nichts. Ne? Da kannst du skillen, wie du willst. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, dass das so falsch war mit der Bogenentscheidung und so. Wenn man trifft, geht's. Aber ihr habt ja recht, gegen Trolle keine Chance mit dem Bogen. Keine Chance. Also ich habe noch keine Ahnung, wie ich einen Troll besiegen soll. Ne? Noch gar keinen Schimmer. So, hier haben wir noch zwei. Na, was kraulst du dem anderen den Kopf, oder was? Ins Wasser kann ich die, glaube ich, nicht. Im Wasser geht's immer nicht, ne? So, haben wir die auch. Die Reptilienhaut ist zwar, weiß ich nicht, wie wichtig die ist, aber... Was haben wir... Da ist wieder ein Troll. Wieder ein Vieh, gegen das ich keine Chance habe, ne? Sind das jetzt hier schon das neue Lager? Ne, hier war ich vorhin nicht. Das ist jetzt falsch, ne? Hier bin ich falsch. Siehste, das habe ich mir halt vorgenommen. Ich wollte was machen, was sich kein anderer traut, ne? Mit einem Bogen das Spiel hier durchzuspielen. Und das, also als Magier habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil ich habe das früher als Magier gespielt und ich erinnere mich daran, dass ich am Ende so Zeug wie Todeswelle hatte und sowas. Und da war das alles so easy, wenn man dann aus Korinnes mit dem Boot wegfährt auf die andere Insel. Todeswelle hier, Todeswelle da. Das war so einfach. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, Schwertkämpfer, da ist ja alles drauf ausgelegt. Legst noch ein Schild hier an und noch ein bisschen was dort und so. Da bist du ein guter Nahkämpfer, alles ist easy und alles ist gut. Aber bei Bogen, da habe ich halt überhaupt keine Idee gehabt, wie es laufen soll, weil ich habe mir schon vorher gedacht. Genau. Und ich habe mir halt dann überlegt, was machst du am besten, wie gehst du am besten vor, wenn du Gothic 2 spielst, ne? Und da habe ich mir das halt so gedacht. So, was haben wir denn für Zauber, meine Damen und Herren? Wenn man sie finden würde, ne? Wo sind denn die Zauber eigentlich? Hier, Lederbeutel. Wir machen erstmal 25 Gold. 25 Gold. 25 Gold. Komm hier, noch mehr. 50. Guck mal, mein Geld ist fast alle. Wir kriegen ja gleich 1000, wenn wir die Typen da oben wegmachen, ne? Aber wirklich, das war alles bei dem Drachen, die ganzen Lederbeutel, das war alles? Ist aber nicht doll. Also mal ehrlich mal, dafür hat sich's nicht gelohnt. Dann haben wir nochmal hier den und dann haben wir noch einen Apfel weg für die Stärke. Aber irgendwann wäre mal mit Stärke ganz gut, wenn das mal kommen würde. Ach, guck mal, wenn ich Drachenwurzeln esse, kriege ich Stärkebonus. Macht es Sinn, die zu irgendwas zu verarbeiten oder soll ich die einfach jetzt wegbrettern? Weil wenn ich jetzt 5-mal Drachenwurzel esse, habe ich 5 Stärke plus. So, wir nehmen mal... Ja, dann muss ich das mit Alchemie irgendwie hinkriegen. Dann müssen wir das hinkriegen. So, Verwandlungen locker ist Quatsch, glaube ich, oder? Wollen wir es mal probieren, uns zu verwandeln in den... und dann die anzugreifen? Locker ist doch relativ gut, glaube ich. Feuerbaran wäre auch eine Variante. Ich könnte es mit Angst probieren. Das kann ich nicht anlegen, weil ich keine Kreise habe dafür. Untote vernichten, Eispfeil, Eisblock. Oh, ich habe tatsächlich nichts mehr, um was zu beschwören. Ein Wolf halt. Goblin-Skelett, das ist ja total cool. Okay, dann werden wir versuchen, einen Wolf zu rufen. Was mehr habe ich nicht. Verwandlung in einen Wolf. In Snapper verwandeln könnte ich auch noch probieren. Dann machen wir mal. Wir fangen mal an mit Wolf rufen. Wir versuchen es mal. Habe ich einen? Wo ist denn jetzt mein Wolf? Hat der jetzt den Wolf da oben hingespawnt oder was? Wo ist der? Wo ist mein Wolf? Was höre ich denn hier für Geräusche? Ah! Hier ist mein Wolf. Ich dachte, er kämpft gegen den Troll da. Ah! Okay, wir müssen es anders machen. Kommen sie hoch, okay?
Ja, die schießen da mit Eis. Ja, die schießen mit Eis und dann kommst du hingerannt. Okay. Aber ich glaube, die packen hier gar nicht, die beiden. Welche Flachzahn sind das? Jetzt rennt er mir auch noch im Bett. Ach! Das war's mit dir. Ja. Gib den Viechern ordentlich Saures. Zum Glück habe ich jetzt. Ich habe zwar den Pfeil anvisiert, aber okay. So, Silvio, du, guck mal hier. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Dann 1000 Punkte bitte, 1000 Gold. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ach, Silvio, der alte Sacktreter, ey. War so klar? Warte mal. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Was ist das für eine Mistratte? Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn, jetzt lauf! Ah, okay, ich verstehe. Ich mach nicht die Drecksarbeit für dich. Feigling. Warte mal. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor, ich komm dann schon. Okay, also das ist eine feige Ratte, ist das. Jetzt haben wir das Problem, dass ich den Troll nicht mehr zu ihm hingelockt kriege, weil ich hätte es vielleicht so nicht machen sollen. Ich hätte jetzt erst den Troll hinlocken sollen und dann mit dem quatschen. Ist das richtig? Das war dumm. Guck mal, wie viel Loot es noch gibt. Aber den Troll, ich krieg den schon irgendwann, den Troll. Ach, guck mal, hier, die stehen da jetzt hier oben. Dann könnte ich ja trotzdem probieren. Mal gucken. Wir versuchen das mal. Pass auf, oder? Einer. So. Speichern. Den habe ich fertig gemacht. So, meine Damen und Herren. Dann mache ich jetzt für heute Schluss. Easy. Ja. So, beim nächsten Mal quatscht die nochmal voll. Und dann klären wir das nochmal ab mit dem darübergehen. Und für heute bin ich erstmal raus.